Touchdown confirmed. We're safe on Mars. Der Touchdown ist bestätigt. Jubel und Erleichterung im Flugkontrollzentrum in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien. Die berüchtigten 7 Minuten des Schreckens während der Landephase sind überstanden und das 2,5-Milliarden-Dollar-Experiment ist offenbar geglückt. Wie geplant ist der Mars Rover Curiosity um 7.31 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf dem roten Planeten gelandet. Die ersten Daten hat Curiosity bereits kurz danach geliefert. Schwarz-Weiß-Bilder aufgenommen im sogenannten Gale-Krater, wo die Landung stattfand. Erneuter Anlass für das Team in Jubel auszubrechen. Dem NASA-Team ist mit Curiosity eine der kompliziertesten Landungen in der Geschichte der Planetenforschung gelungen. In etwa 7 Minuten musste das 900 Kilogramm schwere Marsfahrzeug in seiner Eindringkapsel in der dünnen Marsatmosphäre von 21.000 auf 0 Kilometer in der Stunde abgebremst werden. Wegen seiner hohen Masse konnte Curiosity nicht wie seine Vorgänger mit Airbags abgefedert werden. Ein ausgeklügeltes System ist zum Einsatz gekommen. Ein Fallschirm, Bremsraketen und eine Art fliegender Kran namens Skycrane, mit dem das Marsmobil zum Boden abgeseilt wurde. Die gelungene Landung ist gleichzeitig der Auftakt zu einer weiteren historischen Mission. Der Mars Rover ist mit einem Arsenal von Instrumenten ausgestattet, mit dem er nach Spuren von Leben auf dem roten Planeten sucht. Ab nun werden sich die Wissenschaftler auf eine Datenflut freuen können. Der Mars Rover soll mindestens 2 Jahre im Weltall im Einsatz sein.